Meine lieben, sehr verehrten Damen und Herren, meine lieben Brüder und Schwestern. Zunächst einmal ist es mir ein Bedürfnis, Ihnen allen ganz herzlich zu danken. Ich danke allen, die geholfen haben und noch helfen, dass dieser Spes Unica Sonntag zustande kommt. Ich danke allen, und das ist an dieser Stelle und zu dieser Stunde sicherlich angebracht, die mir während der 7 Jahre des Bestehens der Actio Spes Unica zur Seite gestanden haben, ehrenamtlich, in mannigfaltiger Hinsicht mir geholfen, in beständiger Treue und selbstloser Arbeit. Und wenn auch normalerweise eine menschliche Scham und der menschliche Takt Heiligstes, das einen innerlich berührt, zu verschweigen geneigt ist, so möchte ich an dieser Stelle doch in ganz besonderer Weise auch öffentlich und wohl in ihrer Namen meine Mutter grüßen, die ich bei ihrem hohen Alter gegenüber all diesen schweren Dingen, die auf uns zukamen, die ich nie wanken und weichen sah. Nie bat sie um Frieden oder flehte um Ende des gottbefohlenen heiligen Kampfes, ganz im Gegenteil. Meine Lieben, was ist das spezifisch Katholische? Sehen Sie, ich darf hier auch persönlich werden, denn ich bin konvertiert, was von einiger Seite mit Häme verzeichnet wird, als sei das Konvertitendasein etwas Suspektes, etwas, was eine gewisse innere Unsicherheit verrät oder noch behaftet wäre mit nicht ganz Überwundenem. Aber ich stehe dazu, dass ich das Katholische gefunden habe und es ist das Glück meines Lebens. Und wie könnte ich das große Glück meines Lebens jemals verleugnen? Was ist das spezifisch Katholische, das einen anzieht, bezwingend, wenn jemand es entdeckt hat? Es ist die universale Wahrnehmbarkeit des Ewigen und des Einen, was Not tut. Sehen Sie, es gibt durchaus außerhalb des katholischen Raumes sehr innige persönliche Frömmigkeit, ein inbrünstiges Erlösungsbewusstsein, sehr viel Gebetsleben und Gebetsintensität, die manchen katholischen Christen beschämen könnte. Das verschweigen wir nicht. Aber all dies ist doch eingegrenzt, inzüchtig, abgeschirmt, vom eigentlichen kosmischen Geschehen getrennt, allzu im privaten, kleinen, engen Raum behaftet. Während das spezifisch Katholische die Entdeckung des Kosmischen ist, des Überwölbenden, des Allhaften. Die Entdeckung des Katholischen ist die Entdeckung der Alleinheit. Da ist inbegriffen alles, was in Raum und Zeit erschaffen ist. Der ganze Weltraum, die Sonnen und Planeten, die Berge und Meere, das pflanzliche und das tierische Dasein, die erschaffenen Engel, die reinen Geister und schließlich aufgipfelnd
dies alles der Mensch. Und wie dann Gott Mensch wird und wie dieses große priesterliche Und gestiftet wird. Dies verbindende, brückenbauende, Himmel und Erde, Ewigkeit und Zeitlichkeit umfassende. Es ist die erkennbare, feststellbare, wahrnehmbare Souveränität, die Überzeitlichkeit, Überräumlichkeit, Konkurrenzlosigkeit, Absolutheit. Und es steht am Anfang der Anblick dieser überwältigenden, bezwingenden, unwiderlegbaren, mit unwiderlegbaren logischen Argumenten befestigten Herrlichkeit. Der Anblick einer Burg, die von keinem zeitgebundenen Gnom und Zwerg betreten, geschweige denn gestürmt werden kann. Auf Erden die Entdeckung des ewigen, absolut sicheren, dessen, was Fleisch geworden in der Gestalt des Zeitlichen und Räumlichen, gestern genauso galt und gilt wie morgen und übermorgen. Es ist die Erkenntnis der Weisheit, die Erkenntnis der einen heiligen katholischen und apostolischen römischen Kirche, das Glück, das höchste Glück, die höchste Glücksmöglichkeit der Erdenkinder. Und dann, kam eine zweite Stufe der Erkenntnis. Wie wirkt sich diese Herrlichkeit auf mein Leben? Das war zunächst einmal eine, ich gebe es zu, bedrängende Phase. Was ist es denn nun um mich? Bin ich nur Zuschauer? Bin ich nur dazu bestimmt, ein anständiges, ein braves Leben zu führen, das Böse zu meiden? Und soll ich nur immer auf diese allerdings bezwingende, mitreißende Bühne schauen, wo sich das Ewige türmt? Und da erkannte ich diese Universalität, dieses weltumspannende, Himmel und Erde umfassende katholische Sein, Katholon heißt ja dem Ganzen gemäß. Dieses alles wird mein. Und dann folgen wie ein Katarakt, wie ein Sturzbach die Wahrheiten. Ich kann Ihnen sagen, wenn man dieses erlebt in jungen Jahren, wie man sich nicht satt sehen, satt hören, satt denken kann an dieser katholischen Fülle, wie auf einmal dieses mächtige, weltumspannende Machtgefühl in einem bewusst wird, jawohl, dieses, was ich dort in erhabener, entrückter Erhabenheit schaue, das dringt ja in mich ein und ist ein Spiegel dessen, was in mir ist. Und ich bekomme eine Macht, durch die ich Einfluss habe auf die Welt. In der Predigt habe ich es erwähnt. Der Herr sagt, denen, die an mich glauben, die mit mir verbunden sind, werden Ströme lebendigen Wassers entfließen. Heil und Erbarmen und Gnade. Das ist die Lehre vom mystischen Leib, von der Macht, Kinder Gottes zu sein, Kinder Gottes zu werden. Wie das Erkannte in seiner universalen Fülle nun eindringt und das Wort Wahrmacht des heiligen Thomas von Aquin, dass die Seele des Menschen alles ist. Wie der absolute überzeitliche Anspruch dessen ich nun ansichtig werde. Das ist ein unbeschreibliches Erlebnis. Wenn man auf einmal den Anspruch in der Zeit erlebt, während man vorher nur gehört hat, dass man von Anschauung zu Anschauung,
von Philosophie zu Philosophem hin und her pendelt, von allem nascht und nippt und unverbindlich im geistigen Garten spazieren geht, mal hier pflückt, mal dort genießt und dann auf einmal kommt der Anspruch. Das ist doch das Erlebnis des Katholischen. Wie er sich dann überträgt auf mich, wie in Taufe und Firmung jeder zum Träger des Göttlichen wird. Die Lehre vom geheimnisvollen Leib. Er, Christus, das Haupt, wir die Glieder, ein kosmischer Leib, sodass Christus mein Leben übernimmt, wenn ich es will. Das Mystische dieses geheimnisvollen Leibes besteht ja darin, dass das Glied frei ist, selber bestimmt, ob sein Leben vom Haupte übernommen werden soll, seine Leiden, seine Arbeiten. Und wenn das Haupt Christus mein ganzes tägliches Dasein übernimmt, dann bin ich eine Gnadenquelle und Menschen, von denen ich nichts weiß und die mich nicht kennen, werden durch das, was ich hier und jetzt tue oder bete oder leide, erleuchtet, aufgerichtet, gestärkt. Als ich zum ersten Mal heimgekehrt als Katholik von Gefangenschaft auf dem Tisch meines Heimatpfarrers die Enzyklika des Papstes Pius XII, Mystici Corporis, liegen sah, und ich also gleich darauf stürzte, sagte er mir, langsam, langsam, mein Freund, das verstehst du noch nicht, so weit bist du noch nicht. Sehen Sie mal, das war eine schreckliche und sehr typische Entdeckung. Und wir können das nicht verschweigen, ich habe vorhin schon darauf hingewiesen. Die Gläubigen sind leider jahrhundertelang unterernährt worden geistig. Und sind nicht eingeführt worden in die Geheimnisse des Gottmenschentums. Als Kinder gewiss haben sie die Initialzündung bekommen. Das war schon etwas, denn das war ja auch damals wirklich Katechismusunterricht, Erstkommunionunterricht. Die wussten etwas, gar keine Frage, aber die Einführung in das Beglückende und immer Beglückendere, die war doch nicht da. Dieses, das verstehst du noch nicht. Oder das ist nur für Professoren. Oder das ist nur für theologisch Studierte. Dieses ferngehalten werden der Gläubigen von der Erkenntnis, von der wachsenden Erkenntnis der Tiefe der Mysterien, liegt wie ein Fluch noch auf uns und wäre, wie ich vorhin erwähnt habe, Theologie und Seelsorge im Laufe der Jahrhunderte nicht so getrennt worden, hätte man das Wort beherzigt, wie ich den Vater kenne, so werde ich von euch erkannt, weil ich den Vater kenne, erkennt ihr mich, dass Erlösung und Gemeinschaft und Seelentrost Mitteilung universaler Wahrheit und Weisheit ist. Wenn das alles geschehen wäre, dann wäre in der Tat dieses entsetzliche Desaster, diese grausame Katastrophe der Seelen nicht geschehen vor beinahe 20 Jahren. Aber ich sagte immerhin, war die Initialzündung des einmalig Katholischen da. Und aus ihr schöpfen die Besten, heute die Besten, die intuitive Erkenntnis, dass das Falsche eingebrochen ist. Heute fehlt von vornherein das entscheidend Katholische. Und selbst wo Glaubenswahrheiten gelehrt und geehrt werden, und das geschieht weithin, wollen wir gar nicht verschweigen, immer wieder von Pfarrei zu Pfarrei erleben wir, dass Glaubenswahrheiten brav verkündet werden. So dass manche Leute sagen, was will er denn eigentlich? Doch so schön, was der Herr Pastor heute gepredigt hat. Doch alles so tröstlich. Was will er denn?
Es läuft doch alles, ist doch alles rund, kugel- und poliert katholisch. Was wollen denn diese paar Meckerer und Wiesmacher? Aber gerade dieses brav und scheinbar harmlos katholisch Gelehrte, das könnte eben im besten Falle, und das können Sie genau nachprüfen, fallen Sie kreuz und quer, das könnte genauso gelehrt werden in irgendeiner Sekte. Das spezifisch Katholische fehlt. Genau das, was das Katholische im Mark ausmacht, das fehlt rundum. Und dafür stehen wir. Und es ist nicht etwa, dass hier mal eine Fastnachtsmesse ist und da mal ein Messfestival. Schlimm genug und eine logische Folge des allgemeinen Desasters. Aber der öde, progressistische, allgemeine Alltag, die heute pseudokatholische Normalität, das ist die Katastrophe. Genau der katholische Anspruch der Einmaligkeit, der Anspruch der Kühnheit, mit der wir verkünden, dass ewige, überzeitliche Geheimnisse auf ewige Weise im Fleische fixiert werden. Das fehlt. Das überwältigende Glück des Dogmas, dass sich erheben und aufstehen und sagen, indem wir diese Formulierung verkünden. Genauso und an derselben Stelle, wie vor ein paar hundert Jahren es gesagt worden ist. Das ist unser Gipfel, von dem aus wir alles beurteilen, ohne von jemandem beurteilt werden zu können. Dieser ärgerniserregende katholische Anspruch, der zwischen Gut und Böse unterscheidet, der die Guten beglückt und die Bösen ärgert, das Zeichen, dem widersprochen wird, genau das fehlt seit 20 Jahren ringsum. Und zwar mit Absicht hat man dies zerstört. Eben die ganze konsequente Lehre von der Inkarnation, von der Menschwerdung, von der Fleischwerdung des einzigen, das im Dogma, im Wort, in der präzisen Formulierung, im Sichtbaren, im heiligen Zeichen aufleuchtet, die Epiphanie, genau das fehlt. Und das ist die Katastrophe, dieses Fehlen. Es ist im besten Falle, wie gesagt, die umgrenzte Jesusfrömmigkeit eines individuellen Vertrauens, ohne das befreiende Bewusstsein der universalen und das Universale betreffenden Souveränität. Wir widersprechen den scheinbar Suchenden, der scheinheiligen Bescheidenheit, mit der sich das Katholische zugedeckt hat, sodass man es ringsum nicht mehr erkennt. Die katholische Kirche in ihrem Innenraum ist besetzter Boden, gar keine Frage. Antikatholische Mächte haben sich des Innenraums der katholischen Kirche bemächtigt, indem sie gerade diese teuflische Bescheidenheit auf den Thron erheben und sagen, wir wollen ja nicht die Allwissenden sein, die anderen haben ja auch durchaus ihren berechtigten Standort. Wir sind nicht die Einzigen und wir reihen uns gleichberechtigt ein in die Schar aller derer, die wie Buddhisten, Hinduisten, Shintoisten, Mohammedaner ihren Standpunkt haben, haken wir uns ein und marschieren wir alle zum gemeinsamen Ziel einer allgemeinen Menschheitsverbrüderung. Das Katholische so einzupacken, zusammenzuschnüren und auf eine solche Rollbahn zu senden, in eine allgemein innerweltliche Rollbahn eines rein innerweltlichen Glücksstrebens, ist das Böse an sich
und dieses Böse an sich wohlgetan ist in den Innenraum eingebrochen. Das Entscheidende ist dahin, der Anspruch ist fallen gelassen, der einzig erlöst, der uns erhebt und befreit. Viele erkennen es, nur wenige bekennen es. Wenn doch wenigstens, wissen Sie, irgendeine Idee wäre, ein grandioses geistiges Missverständnis. Die Geschichte der Häresien, der Irrlehren, ist eine große Geschichte. Die Irrlehrer, die irgendeine sogenannte Wahrheit behaupteten, fälschlich, irrig behaupteten, waren immerhin Menschen des Anspruches, Menschen des Denkens, Menschen, die ein Nein gegen ein Ja, ein Ja gegen ein Nein setzten. Man konnte einhaken. Ich denke an die grandiosen Irrtümer des Arianismus, Nestorianismus, Monophysitismus oder der persischen Irrlehre des Manichäismus und anderer. Das waren Irrtümer, aber sie hatten etwas Majestätisches, etwas Bezwingendes in sich. Sie bewiesen eine denkerische Kraft. Wenn ich aber rundum frage, was ist denn jetzt eigentlich das Neue? Sagt doch mal, welche Idee, welche geistige Neuigkeit ist denn nun eigentlich aufgebrochen? Sag doch mal, was hat denn nun das Konzil an entscheidenden Erkenntnissen gebracht? Sag doch mal, welche geistigen, welche logischen Zwangsläufigkeiten bestimmen denn die Änderungen in der Messliturgie? Keine Antwort, nirgends eine Antwort, nirgends der Versuch, irgendetwas Geistiges auch nur zu behaupten. Auch bisher, hier stehe ich, von keiner Seite auch nur der Versuch, meine Behauptungen mit irgendeiner geistigen Argumentation zu belegen, was sich ringsum türmt. Zu widerlegen wollte ich sagen, was sich ringsum türmt, ist das blanke Nichts. Und gerade dieses Nichts will man, denn es ist das Zeitalter des Nihilismus, in dem wir leben. Das Zeitalter der nackten Tatsachen. Das ist ja das Grandiose, in Anführungszeichen grandios, dieses entsetzliche, gespenstische an diesem Jahrhundert. Es ist dieses 20. Jahrhundert, das Jahrhundert, der bis ins Höchste hinauf perfektionierten Nebensächlichkeiten. Es ist das Jahrhundert, der bis ins Höchste hinaufstilisierten Oberflächlichkeit. Das Jahrhundert des Randes. Man hat ungeheuer viele Teile in der Hand, ohne das geistige Band. Viele Tatsachen hat man entdeckt, ohne warum, ohne woher, ohne wohin, ohne Zusammenhang, ohne Deutbarkeit. Reine nackte Tatsachen. Das Jahrhundert der nackten, beziehungslosen Tatsachen, darum das Jahrhundert der dahin sinkenden Moral. Wenn das Warum fehlt, weiß man auch nicht mehr um das Gute. Wenn man nicht mehr das Wahre weiß, weiß man auch nicht mehr um das, was dem Wahren, dem Wesenhaften angemessen ist. Alles bricht chaotisch zusammen. Es ist das Jahrhundert höchster verstandesmäßiger Prozesse unter Ausschluss des Geistes. Man hat in teuflisch verfälschender Weise vom finsteren Mittelalter gesprochen. Oh, das Mittelalter, gerade das hohe Mittelalter, war eine Hochzeit, eine Blütezeit menschlichen Geistes, höchster Kultur. Das 20. Jahrhundert ist das Jahrhundert der bisher tiefsten Geistesfinsternis. Applaus
Und es liegt selbstverständlich im Zeichen dieser Geistesfinsternis, dass man wesenhafte, positive Aussageinhalte nicht mehr will, nicht mehr sucht, nicht mehr fragt, sondern nur noch Verhaltensweisen. Die Inhalte sollen den Verhaltensweisen dienen. Das ist präzise die teuflische Umkehrung. Und der Nihilismus, wie er von einem Dostojewski, einem Solowjew und anderen vorausgesagt worden ist. Und sehen Sie, in diesem Nihilismus hat man sich seitens der Vertreter der katholischen Kirche vor fast 20 Jahren hineinreißen lassen. Was seit dem Konzil geschehen ist, ist der Einbruch des Nihilismus in den Innenraum der katholischen Kirche. Und das ist präzise nachzuweisen, bis ins Einzelne. Jede einzelne Änderung, jede kleinste sogenannte Reform, ein großes Wort für eine armselige Bankrotterklärung des Geistes, das Wort Reform, jede kleinste Änderung ist genau nachweisbar im Zusammenhang der Zerstörung und des Nihilismus zu sehen, bis ins Einzelne hinein. Und sehen Sie, einer der großen Bekennenden, der sagt, dass die Kirche besetzt ist, ist Erzbischof Lefebvre. Und ihm sollte ich abschwören und so tun, als wäre die Kirche heute noch dort, wo sie sich öffentlich darstellt und wie sie sich öffentlich darstellt. Sie wäre grundsätzlich als solche in ihrer katholischen Einmaligkeit noch dort erkennbar, wo sie sich heute gemeinhin darstellt. Nein, sie ist es nicht. Und weil ich dies bekenne, haben sich die eroberten Amtsträger, die selber erobert sind, logischerweise verpflichtet gefühlt, mich zu suspendieren, eine Maßnahme, die angesichts dessen, was wirklich ist, schnell für jeden Einsichtigen in ihrer ganzen Lächerlichkeit deutlich wird. Mit einer Lüge, die den Besten, den Katholischsten, den einzigen Trost genommen hätte, wäre ich ohne Suspendierung davongekommen. Sie sehen, ungültiger Unfug. Dieser Suspendierung gilt das Wort aus dem Psalm. Es spottet ihrer, der Herr der Heerscharen. Wissen Sie, da sagen Sie, na, ich will mal unterscheiden, Sie wissen noch, in der Nazizeit, da gab es die Eroberer, die SS, die Nazis, und da gab es die Quislinge. Sie erinnern sich, ja? Die Quislinge, die hatten ihren Namen von dem einen norwegischen Verräter, Vidkun Quisling. Das waren die Lavals und Petains und so weiter und so weiter. Und die Quislinge und ihre geistig unbedarfte Gefolgschaft sagten nun, nach jedem Konzil hätte es Spaltung gegeben. Darüber ginge die Zeit hinweg. Ach, ihr Toren. Denken Sie ans Konzil von Trient. Wer war denn dagegen das Konzil? Und anschließend gegen diejenigen, die die Reformen durchführen wollten, deren
geistige Kraft ja von einem Ignatius von Loyola gespeist war und die ein heiliger Karl von Borromeus vorantrieb, das waren eben die Lauen, die Halb und Halben, die Gleichgültigen. Das waren diejenigen, die nicht einsehen wollten, was es um die katholische Kirche ist, die sich lieber im Unverbindlichen, im Halbdunkel bewegen, um für ihre dummen, flüchtigen Wünsche ein Freigehege und einen Spielraum zu haben. Das war so nach dem Ersten Vatikanischen Konzil, was übrigens noch nicht abgeschlossen ist. Das eigentlich gültige Konzil, das beginnen müsste, muss heißen Erstes Vatikanisches Konzil, weil das nämlich noch gar nicht fertig war. Nach diesem Ersten Vatikanischen Konzil haben sich die Leute abgesetzt, die das hohe priesterliche Rom in seiner universalen, grandiosen Verbindlichkeit nicht anerkennen wollten, die Unfehlbarkeit des Papstes. Aber was sind denn diejenigen, die jetzt für das Konzil sind und für die Reformen? Die sind genau aus dem Holze geschnitzt, aus dem die geschnitzt waren, die früher die Gegner der Konzilien waren. Man kann sich schon am Visier erkennen, meine Freunde. Es sind ganz einschlägige Typen. Leute, die unter ihrem unausgegorenen und unaufgearbeiteten Minderwertigkeitskomplex leiden. In der Nazizeit haben diese Gestalten sich gefreut, dass sie ein bisschen auspoliert worden sind in ihrem Geltungsbedürfnis durch Uniformen. Heute werden sie aufpoliert dadurch, dass sie mitreden dürfen bei allen möglichen Konferenzen und synodalen Gremien. Sie dürfen schwätzen. Sie brauchen sich nicht mehr an moralische Maßstäbe zu binden. Sie brauchen nicht mehr klare, eindeutige Wahrheiten zu bekennen. Sie können so hin und her tendern, unverbindlich, über alles und nichts. Sie brauchen sich nicht mehr festzulegen. Es sind die, die die Finsternis mehr lieben als das Licht. Dieses ganz große Massengewimmel überflüssiger Existenzen. Die kann sich heute dieses postkonziliare Gebilde, das sich über die Kirche als Fremdkörper, als Besatzungsregime gelagert hat, dieses Besatzungsregime kann sich dieser fragwürdigen Masse erfreuen, während diejenigen, die Nein sagen, die nicht kapitulieren, diejenigen sind, die an die Wahrheit und an sich die höchsten Ansprüche stellen. Das ist heute der Befund. Die Besten, denen es um Wahrheit, Hochbau der Seele, Anderssein geht, die Schweigenden, die Beter, die sind heute auf der Seite der einen katholischen Kirche und vertreten den Raum, den Boden, der besetzt ist von denen, die nicht dazugehören, von den Uneigentlichen, die heute sich erdreisten, sich mit der katholischen Kirche zu verwechseln und verwechseln zu lassen und die das Wort führen im Namen einer Kirche, die sie rundum nichts angeht. Was hat's denn gebracht? Ich warte immer noch auf die Antwort. Was hat's denn gebracht? Das Konzil. Wo ist denn das dem 20. Jahrhundert gemäße, geistesgeschichtlich fällige? Wo ist denn die große Antwort auf die großen Gefahren, die der Seele des Menschen
durch eine unbewachte, wuchernde, unbewältigte, ungebändigte Technik drohen. Wo denn? Keine Antwort. So kommt es, wenn Geistlose im Namen des Geistes sprechen wollen. Fehlanzeige ist dann das Resultat. Und was wir ringsum sehen, ist Fehlanzeige, meine lieben Brüder und Schwestern. Argumentation. Kürzlich sagte einer, sehen Sie mal, da gibt es in der ganzen Weltkirche einen einzigen Bischof, der behauptet, die Wahrheit zu haben. Und den hat der Papst suspendiert. Und da ist in unserer Diözese ein Priester, der meinte, der allein die Wahrheit gepachtet, und den habe ich suspendiert. Oh, das ist ja von einer überwältigenden geistigen Wucht. Das ist so das dümmste Argument. Das dümmste Argument, das Zahlenargument. Das Argument des Geistesbankrotts, meine lieben Brüder und Schwestern. Nein, meine Freunde, allzu viele nur wissen es sehr genau. So genau wie Erzbischof Lefebvre und so genau wie Sie und ich. Aber Ihnen fehlt der Mut. Wo aber steht geschrieben, dass der Heilige Geist sich auf die Seite der Mutlosigkeit stellt? Der Heilige Geist lässt Zahl, Zahl sein, meine Freunde. Nur wo die Bischöfe zusammenkommen und sich anschicken, ein Dogma zu verkünden, da tritt der Heilige Geist ein und bestimmt die Zahl. Aber dieser Fall ist ja nicht eingetreten. Vielleicht auch mangelt in weiser Voraussicht seitens des Heiligen Geistes, mangelt der entsprechenden geistigen Voraussetzungen. Aber meine lieben Freunde, viele fragen mich, warum verteidigst du denn deinen Bischof? Ich verteidige ihn dennoch und behaupte, dass die Macht des bösen Feindes unabsehbar ist. Ich kann persönlich nicht lassen, von einer gewissen Zuneigung zu dem Bischof, der mal großartig gesprochen hat, der mich geweiht hat. Man kommt als Priester von diesem seinem Bischof nicht los. Und ich möchte behaupten, so unwahrscheinlich es klingt, er weiß wirklich nicht, was er tut. Und ich sage dies zu seiner Verteidigung. Leider kann man allerdings Besseres zu seiner Verteidigung auch nicht vorbringen. Aber wenn ich sein armseliges Ordinariat sehe, sehen Sie mal, früher waren immerhin die bischöflichen Ordinariate besetzt mit Leuten, die durchwachsen waren von universaler geistiger Bildung, von einem gewissen geistigen katholischen Anspruch. Aber wenn ich heute diese linksbehausten, zweckverzerrten, von Zweckhaftigkeit entstellten, grau in grau gefärbten Manager sehe, mit den durch und durch ungeistigen Requisiten, was sind die ungeistigsten, dem Bischof und dem geistlichen Stand unangemessensten Requisiten, Zielgruppen, Aktenkoffer, Büroordner, Konferenzen, Beschlüsse, Meinungen, Abstimmungen, fleißige Geschwätzigkeit, Requisiten einer verbissenen Emsigkeit, die ins Nichts führt und eine Variante, mehrere Varianten des Nihilismus sind. Mit katholisch hat dieses dumme Treiben rundherum nichts zu tun. Wissen Sie,
die sich anschickten, die Welt zu verbessern, endeten immer im Machtrausch und im Machtwahn. Sie fingen an, der Macht abzuschwören. Sie fingen an, Systeme zu entwickeln, durch welche die Menschheit moralisch aufgebessert wird, die so beginnen, manchmal mit dem besten Willen, geraten in die Fänge des Fürsten dieser Welt und enden im Mord, im Leibesmord oder im Seelenmord. Am Ende steht die dumme, plumpe, primitive, stumpfe, entgeistete Macht. Und nur diese Macht glaubte, mich suspendieren zu können. Nur eine solche pervertierte Macht. Professoren, Publizisten, eifrige Manager beispielsweise der sozialistischen jungen Gemeinde, die sich KJG nennt, im überfahrlichen, überdiözesanen Rahmen. Wir wissen doch ganz genau, dass die Fürsprecher, die Manager, die Repräsentanten dieser überfahrlichen sogenannten katholischen jungen Gemeinde nicht den blauen Dunst einer blassen Ahnung vom Katholischen haben. Moralfremd, wahrheitsfremd. Und an dieser Stelle möchte ich meine jungen Menschen hier in Hattersheim von unserer katholischen jungen Gemeinde grüßen. Es sind herrliche junge Menschen. Und diese Manager einer antikatholischen, kirchenfremden Macht, die sich verfälschend auch KJG nennt, die wollen nun mit brutalen Mitteln diese jungen Menschen, die die Wahrheit erkannt haben, ausschalten. Aber diese jungen Leute haben es sich längst angewöhnt, dumme Macht, dumm und zynisch zu gebrauchen. Daraus ergibt sich die Lage, die seit 1965 Gewalten in ihrer Mehrheit sind nicht mehr katholisch. Und die meisten jungen Menschen, brav und treu aufgewachsen, wissen doch gar nichts mehr davon, was das eigentlich ist, katholisch. Es ist eine Unverantwortlichkeit, ein säkulares Verbrechen, dass man jungen Menschen das Katholische seit 2 Jahrzehnten beinahe vorenthält. Und sie wissen es nicht mehr. Und von der Seite der Verantwortlichen wagt man zu sagen, ich hätte das innerste Wesen des Katholischen in Frage gestellt. Das ist eine Absurdität aus dem geistigen Totenhaus. Und damit ist selbstverständlich verbunden ein absurder, pervertierter Gehorsamsbegriff, der Heloten züchtet. Und ringsum sind ja nicht mehr selbstständige, bewusst Inhaber katholischen Wissen, sondern geistig flach geratene Sklavenseelen. Sehen Sie mal, man hat auch tatsächlich behauptet, und damit wurde der Klerus der Diözese indoktriniert, übrigens etwas, was mir der arme selber besetzte, heimgesuchte, um sich selbst und sein Amt im tiefsten geistiger Weise gebrachte Bischof vorgeworfen hat. Man würde jetzt merken, wie sehr meine Gemeinde unter meiner jahrelangen Indoktrination gelitten habe. Ich habe ihm geantwortet, Sie haben es weit gebracht,
dass sie die Verkündigung der katholischen Wahrheit Indoktrination nennen. Aber der Klerus ist indoktriniert worden, für meinen Fall präpariert worden, um ja schön brav die Sache einzusehen. Da wurde doch tatsächlich Folgendes gesagt: Ich sei noch im Banne meines einstigen Protestantismus und habe à la Luther das subjektive Gewissen auf den Thron erhoben. Und ich stünde noch im Zeichen dieses vor dem Reichstag zu Worms gesprochenen: Hier stehe ich, ich kann nicht anders. Meine lieben Brüder und Schwestern, die absolute Kompetenz des Gewissens, die brauchen wir nicht bei Luther zu beziehen. Die hat der heilige Thomas von Aquin gelehrt und hat gesagt, dass das katholische Gewissen auch über dem Träger des Petrusamtes und des Apostelamtes von Fall zu Fall stehe, nämlich immer dann, wenn die Träger des Petrusamtes oder des Apostelamtes, das heißt Papst und Bischöfe, sich von ihrem Amte und damit von ihrer eigenen Wesenheit entfernen, da steht das katholische Gewissen über allem. Ausgerechnet die, die seit zwei Jahrzehnten den subjektivistischen Gewissensbegriff anbeten und verherrlichen, die kommen mir heute und werfen mir was vor von Anbetung subjektiven Gewissens, wo sie kein einziges katholisches Wort parat haben zu ihrer eigenen Verteidigung, wo sie sogar mit stupider, penetranter Störrigkeit daran festhalten, auf Inhalte und inhaltliche Beweise zu verzichten. Und dann wird gesagt, man sei nachgegangen all diesen Einzelfällen von Ärgernissen. Ach, meine Freunde, ein Eisberg wird umso gefährlicher, je mehr seine Spitzen abgebrochen werden. Wenn man nicht mal die Spitzen sieht, dann ist es ganz aus. Und wenn ich einzelne Tropfen, die keck hervorspritzen, aus einem Sumpf entferne, bleibt der Sumpf. Erreicht worden ist mit einem solchen Nachgehen, dass man den einzelnen Ärgernissen nachgegangen sei, erreicht worden ist nur größere Vorsicht, aber keineswegs Sinnesänderung. Und die Urheber der berühmten Skandale sind die Treppe rausgefallen, haben tolle Karriere gemacht. Sie haben heute das Sagen. Man soll doch nicht mit lächerlichen Selbstbeschwichtigungen und Selbstrechtfertigungen kommen. Sie täuschen sich alle, meine Herren Bischöfe. Das allein sollte Ihnen doch zu denken geben, wie Sie und viele von den sogenannten gemäßigten Helfershelfern der Zerstörung schon von Glück überfließen, wenn hier und da mal eine Glaubenswahrheit gnädigst anerkannt wird. Aber wie sie anerkannt wird, höchst minimalistisch, mit verdünntem Aufguss. In diesem Zusammenhang ist übrigens bemerkenswert, eine neue, sehr geistlose, aber bezeichnende Heiliggeist-Ideologie. Passen Sie mal auf, wenn Sie davon hören, die spezifischen Firmvorbereitungen ringsum, machen Sie die Ohren auf. Der Heilige Geist, also das Fließende und Wogende und Unbestimmte, als Inbegriff des Ungenauen, wird bemüht, jegliche Klarheit zu beseitigen. Selbstverständlich ein vollkommenes Missverständnis des Heiligen Geistes, des Geistes der Klarheit. Klarheit wird heutzutage bei den Eroberern und Zerstörern und Zerstörten als ein billiges sich zu leicht machen denunziert. An die Stelle der Klarheit kommt ein nichtssagendes, an den Nationalsozialismus gemahnendes Tiefengewäsch. Das hat mal eine Schweizer Zeitung so treffend geschrieben in der Nazizeit. Das Einzige, was die Nazis mit dem nordischen Kulturkreis verbinde, sei ein gewisses nordisches Tiefengewäsch.
Das erinnert sehr an die heutige Zeit, die übrigens in vielem, man könnte darüber eine eigene Rede halten, an die Nazi-Zeit gemahnt. Die Parallelen sind überwältigend deutlich. Eine klare Nazi-Zeit ist in die Kirche eingebrochen seit der Machtergreifung 1962. Nichts ringsum. Wenn ich an gewisse Verlautbarungen inhaltlicher Art denke, sind es stets recht magere Angebote und verwässerte Aufgüsse. Wenn ich an Verlautbarungen über Maria denke oder über Europa und andere. Wenn wir doch Hirten hätten, wissen Sie, Tucholsky, Sie können sich denken, dass das Ganze gar kein Freund von mir ist, hat aber einmal in irgendeinem ganz anderen Zusammenhang das Wort gebraucht, vom Hütejungen für eine Kuhherde mittleren Grades. Aber dieses Wort fällt mir neuerdings immer wieder ein. Immer wenn der Ungeist sich zu stabilisieren beginnt oder stabilisieren will, hat er noch zu allen Zeiten den von Gott nicht gewollten, von seinen Inhalten gelösten Gehorsam beschworen und von Einigkeit und Versöhnung geredet. Das kennen wir. Diejenigen, die auf dem Thron sitzen, die sagen, wir wollen doch einig sein und Versöhnung üben. Das würde denen so passen. Dieser Versöhnung widersprechen wir. Der Gehorsam ist nicht ins Belieben gestellt. Man braucht mir nichts vom Gehorsam zu sagen. Er gehört zum Wesen der katholischen Kirche. Und innerhalb der Hierarchie muss strikter Gehorsam geleistet werden. Wenn mir, das schwöre ich Ihnen, wenn mir persönliches Unrecht widerfahren wäre, nehmen wir an, man hätte mich ungerechtfertigterweise irgendwohin versetzt. Und es hätten sich dann einige um mich geschart und gesagt, wir halten dir die Treue. Ich hätte denen gesagt, nein, mag eine Verordnung noch so ungerecht sein, im persönlichen Sinne, um des höheren Gutes der Einheit willen, muss gehorcht werden. Geht zu eurem neuen Pfarrer. Hätte ich gesagt, Gehorsam muss unbedingt gehalten werden, aber im Rahmen des Glaubens, in meinem Fall war der Gehorsam von Gott verboten. Wenn die Wende kommt, und sie kommt, so wahr die katholische Kirche besteht, unsere heilige katholische, unsere einmalige Kirche, das Glück unseres Lebens, die Leidenschaft unseres Geistes, diese wunderbare Kirche in ihrer Unvergleichlichkeit, momentan verhüllt, besetzt, verraten, entstellt, um ihre Erkennbarkeit gebracht. Sie wird sich wieder erheben, und zwar im Zeitraum einer Generation, also in nicht unabsehbarer Zeit, ganz sicher. Und wir im Rahmen der Spes Unica, der Sammlung glaubenstreuer Katholiken, der Liga der Traditionalisten, aller Kulturvereine des heiligen Papstes Pius X., alle Messzentren, Una Voce, wie alle diese antiprogressistischen Gruppen heißen. Wenn die Wende kommt, dann brauchen wir nicht mehr da zu sein, denn wir wollen ja einen Zustand beschleunigen, der uns überflüssig macht. Wir begrüßen schon jetzt
den gesegneten Augenblick, wo wir nicht mehr zu wirken brauchen, meine lieben Brüder und Schwestern. Dann werden wir uns sofort auflösen und wieder grüßen die lebendig gewordene, aufgeblühte, sichtbar gewordene, vielleicht sehr zusammengeschrumpfte, gesund geschrumpfte, herrliche katholische Kirche der Ewigkeit. Wir werden sie wieder schauen. Und wir in unserer Hoffnung sind die Garanten dieses absolut sicheren Termins. Dann dürfen und können wir wieder den Bischöfen gehorchen. Ach, wie sehnen wir uns doch nach Bischöfen, dass wir ihnen wieder gehorchen dürfen, ihr Bischöfe! Wenn ihr doch wüsstet, wie nah wir eurem Amte sind und wie fern ihr eurem Amte seid, wollt ihr wissen, wes eures Amtes ist, so schaut auf uns. Was ihr darstellt, das ist nicht die wahre Kirche, die Antwort gibt auf die sehnsüchtigen Fragen der Zeit. Darum müssen wir hier an eurer Stadt handeln, bis ihr euch wieder selbst gefunden habt. Und wir beten für euch. Und wir wollen keinen Hass, und ich möchte hier euch alle beschwören, keinen Hass aufkommen lassen. Zürnet wohl, sagt der heilige Paulus, aber sündiget nicht. Lasst über eurem Zorn die Sonne nicht untergehen. Denn wir leiden unter den Bischöfen, die ihren eigenen Verrat und ihre eigene Selbstentfernung betrieben haben. Wir beten für sie in banger Sorge um ihr Heil und in tiefe Mitleid. Wir sind die euch Allernächsten. Und wenn ihr Bischöfe einmal vor dem Thron des Allerhöchsten tretet, dann werdet ihr merken, wessen Gebet euch am meisten schützt und rechtfertigt vor dem Angesicht des Richters. Wir aber wollen erst recht beginnen, ein Flammenmeer zu entfachen. Erst recht anfangen. Und wir dürfen im Zeichen der Spes Unica, der einzigen Hoffnung, ein Erbarmen beschwören, wie es noch nie erhört war zwischen Himmel und Erde. Und bitte, manche sagen, es wird und muss erst eine furchtbare Katastrophe entstehen. Wir sind nicht berechtigt, dieses Wort zu sagen. Und wir sind nicht berechtigt, auf ein solches Datum hinzuhoffen oder unser Augenmerk darauf haften zu lassen. Christus hat geweint beim Anblick des Tempels. Wir dürfen nicht lockeren Herzens mit einer gewissen verborgenen Häme in der Seele eine Katastrophe herbeiwünschen oder voraussagen, sondern wir müssen mit allen Kräften einer sich stemmenden Hoffnung gegen das heranrollende Verderben angehen. Wir müssen den Herrn beschwören, dass er die Katastrophe vorbeigehen lässt. Ganz sicher. Denn wer sagt denn, dass diese Katastrophe, wenn sie kommt, automatisch reinigend wirkt und automatisch die Wende hervorruft? Gar nichts spricht dafür. Wir müssen die Katastrophe verhindern durch unser Gebet. Sollte sie kommen, werden wir dann umso bereiter sein. Aber wir müssen hoffen, dass das Verderben an uns vorbeigeht. Und wir sind in diesem Gebet vereint mit den Betern des heiligen Russlands, mit den Scharen der Pilger am Ende des vorigen und im Beginn dieses Jahrhunderts,
von dem Dostojewski sagt, wisst ihr auch, dass von den Gebeten dieser Demütigen die Rettung Russlands ausgehen wird? Sie sind hier mit uns unsichtbar vereint, diese Beter des Jesusgebetes. Und alle Scharen der Heiligen und der Engel, und wir hören nicht auf zu hoffen, gegen alle Berechnung, gegen alle Wahrscheinlichkeit, gegen alles Kalkül, steht die Hoffnung da, einsam, souverän und bedarf keiner Krücken, keiner Stützen durch irgendwelche Berechnungen oder äußeren Argumente. Diese Hoffnung wirkt aus sich selbst und Kraft ihrer selbst. Und darum appelliere ich an Sie, dass Sie diese Hoffnung in sich steigern und dass wir uns in dieser Hoffnung sammeln und, wie gesagt, ein Meer des Feuers anzünden, wie der Herr es will. Ich entbiete von dieser Stelle aus mahnende Worte an die Bischöfe, dass sie umkehren. Aber ich entbiete von dieser Stelle auch den Gruß der Treue, der Ehrfurcht und des Lobpreises an den großen Kämpfer, den hochwürdigsten Herrn Erzbischof Marcel Lefebvre. In der souveränen Gewalt, in der durchdringenden Kraft katholischer Einfachheit steht dieser demütige Kämpfer für das eine, was Not tut, mit einer so bezwingenden Selbstverständlichkeit, dass vor ihm die Dämonen weichen. Nehmen wir uns an ihm ein Beispiel, sehen wir in ihm großes Vorbild in dieser Zeit, da der Glaube verfolgt wird von denen, die ihn zu bewahren gesandt sind. Haben Sie kein vorzeitiges, illusionäres Vertrauen, was da so hier und da mal verlautbart wird gegenüber Küng, gegenüber Metz oder Kreinacher, sind vorerst Finten, Scheinhiebe, denn diese Leute können weiterwirken. Auch ein eventuelles Arrangement zwischen Papst und Erzbischof wäre noch lange nicht das Ende des Verderbens, nicht mal der Anfang vom Ende, nicht einmal das Ende des Anfangs. Das wäre es noch nicht. Es wäre nur eine neue Chance, dass innerhalb unseres Raumes, der uns gehört, bewiesen werden könnte, auf welchem Altar dem Gott Israels das wahre, das wohlgefällige Opfer dargebracht wird. Mehr wäre das noch nicht. Und darum wissen wir ganz genau, die Wende wird erst kommen durch eine universale, plötzliche Reinigung, ein universales Revirement. Da muss geschnitten werden bis aufs rohe Fleisch. Das ist keine fanatische Forderung, sondern schlichte Notwendigkeit. Und darum, wenn nun ich, wie ich denke, in Ihrem Sinne weiterwirken soll, bin ich selbstverständlich gerne bereit, soweit es in meinen schwachen Kräften liegt, zu reisen und mal dorthin und mal dahin zu kommen. Aber Sie sehen ein, dass ich einen stabilen Fonds dauernder Wirksamkeit brauche, eine Halle des Heiligtums und eine Wohnung für die menschlichen Bedürfnisse. Und darum bitte ich Sie um Ihre Spende, und draußen liegen aus Formulare, in denen jeder Gelegenheit hat, nach dem Maß seiner Möglichkeiten sich zu verpflichten, in regelmäßigen Zeitabständen
zu spenden. Selbstverständlich leben wir auf der Erde und sind darauf angewiesen, dass uns materielle Mittel zukommen. Und der Patron der streitenden Kirche, das Licht der Patriarchen, der Bräutigam der allerseligsten Jungfrau, der Nährvater unseres Herrn und Heilandes, der heilige Josef, möge dabei unser Fürsprecher sein. Draußen sehen Sie Formulare, wo ein Vorschlag für eine Novene an den heiligen Josef gedruckt ist. Bitte machen Sie davon Gebrauch oder wählen Sie Ihre eigenen Formulierungen. Halten Sie Novenen zum heiligen Josef, damit wir ein stabiles Zentrum neuer Wirksamkeit bekommen können. Und von diesem Zentrum aus wird dann das Katholische wachsen. Und aus Hunderten werden Tausende, aus Tausenden werden Hunderttausende und es werden Millionen werden. Denn wir wollen uns ja nicht einigeln, sondern wir wollen Expansion treiben. Wir wollen erobern und wir werden erobern. Auf krummen Linien wird er seine Gratschrift schreiben und wir wollen uns zu Werkzeugen seiner lichten, geraden Schrift machen. Wir armselige Werkzeuge seines überwältigenden Willens. Wir, die wir uns der großen Hoffnung verschworen haben, die unverdienterweise unser Leben und unseren Einsatz prägt, wenn auch ringsum die größten Teile der katholischen Kirche bzw. ihres Innenraumes verdüstert sind von einer teuflischen Lehre und Veranstaltung, die im trübseligen Katalog der Irrlehren ihresgleichen sucht. Wir werden nicht wanken und nicht weichen. Unser Ziel ist der Sieg, unser Wissen ist der Sieg, unser Sieg, sein Sieg. Und weil das eins sein wird, unser Sieg und sein Sieg, geh jeder von hier weg erhobenen Hauptes, demütig im Dienst, aber stolz und stark in dem Wissen, dass uns der Herr als Krone gegeben hat und als Glück unseres Lebens. Amen.